Grüß euch, ihr Lieben. Heute zum Thema besser schlafen. Drei sehr gute Tipps. Und das sind auch drei Tipps, die man wirklich sehr schnell anwenden kann. Da brauchen wir jetzt keine große Vorbereitung und die Wirkung wird auch relativ schnell einsetzen. Ja, bei dem Thema kann man natürlich ja, ganze Videokurse erstellen darüber. Und das ist auch ein sehr, sehr interessantes Thema. Aber hier soll es erstmal nur um drei kurze Tipps geben. Ich habe auch schon in anderen Videos teilweise darüber gesprochen. Also, schreib mir mal unbedingt runter, ob du häufiger mal unter Schlafproblemen leidest, ob das bei dir konstant ein Problem ist oder ob das schwankendes Thema ist. Mal besser, mal schlechter so. Und das interessiert mich auf jeden Fall, weil dann mache ich noch mehr Videos über das Thema. Über das Thema Schlafqualität, besser schlafen etc. Also, drei leichte Tipps, die du auf jeden Fall mal probieren musst, wenn du schlecht einschlafen oder auch schlecht durchschlafen kannst. Punkt Nummer 1, Blaulicht am Abend vermeiden. Ja, Blaulicht am Abend. Also was meine ich mit Blaulicht? Wir haben ja heute diese ganzen sogenannten Energiesparlampen und anderen, andere Lampen und Beleuchtungen, die mit möglichst wenig Energieaufwand gutes Licht erzeugen sollen. Und eine oder die hauptsächliche Möglichkeit, wie das funktioniert, ist eben hauptsächlich Blaulicht abzusondern, weil Blaulicht ist per se energiereiches Licht und erhellt den Raum sehr gut. Und das ist auch so ähnlich wie das Licht, was wir tagsüber haben, oder beziehungsweise der Blaulichtanteil ist tagsüber am höchsten, also mittags, und am Abend und am Morgen ist er sehr gering. Ja? Am Abend ist er geringer wie am Morgen. Also sprich, wenn man das Lichtspektrum. Du kennst ja den Regenbogen, auf diese Farben teilt sich sozusagen das sichtbare Lichtspektrum auf und manche von diesen Anteilen überwiegen immer. Ja? Also je nach Lichtquelle und je nach Tageszeit, wenn man es auf die Sonne bezieht, überwiegt immer ein bestimmter Lichtanteil. Und ja, wie gesagt, das Blaulicht überwiegt eben bei diesen Energiesparlampen. Ich hatte da auch schon mal ein Video drüber gemacht, falls dich das mal interessiert, ich verlinke das mal hier. Da kannst du es nochmal genauer anschauen, wie diese Lichtspektren aussehen. Und da sieht man eben auch, dass die Lichtspektren von den Displays, Handy-Displays, Laptops und vielen also Lampen, die wir heute haben, komplett unnatürlich ist. Also dieses Farbspektrum gibt es in der Natur überhaupt nicht. Und das ist natürlich ein großes Problem. Das wird natürlich auf unser Hormonsystem eine ganz starke Wirkung haben. Und du kannst dir vorstellen, wenn das Blaulicht eben ja, von unseren Augen aufgenommen wird, dann interpretiert das Gehirn dann natürlich hinein, dass wir einen helllichten Tag haben und demzufolge natürlich nicht kurz vorm Schlafen sind. Ja. Heißt, hier brauchen wir unbedingt Blaulichtfilter. Und da gibt es jetzt alle möglichen Varianten, das hast du bestimmt auch schon mal gehört. Da gibt es Blaulichtfilterbrillen, ja, das heißt, du ziehst einfach eine Brille auf, die hat entsprechend verfärbte Gläser sozusagen, dass eben das Licht, was durchkommt, sehr stark ins Gelb-Orange-Rote verschoben ist und dadurch das Blaue eben rausgefiltert wird. Das ist eine Möglichkeit. Zweite Möglichkeit, die noch leichter ist, ist natürlich bei den Displays selbst den Blaulichtfilter einzustellen. Das geht eigentlich bei allen gängigen Laptops und Handys. Ja, da musst du mal gucken, dass du da den Blaulichtfilter anmachst und auch möglichst auf in Anführungsstrichen warmes Licht stellst. Ja. Weil je wärmer das Licht ist, desto stärker ist der Blaulichtanteil rausgefiltert. Also das ist eine schöne Möglichkeit. Und da kannst du bei den meisten Displays an der Stelle schon viel machen. Und allgemein die Beleuchtung natürlich einfach reduzieren abends. Also am besten ist natürlich dann Kerzenlicht, weil Kerzenlicht eben sehr, sehr ähnlich wie die untergehende Sonne ist. Ist also sehr, sehr beruhigend, entspannend für uns. Und ja, das heißt, oder kurz gesagt könnte man sagen, das Lichtspektrum der untergehenden Sonne nutzen oder kopieren. Ja, an der Stelle und dann bist du natürlich vom Licht her schon mal sehr gut aufgestellt. Also unbedingt Blaulichtfilter nutzen und auch die Helligkeit der Displays herunter reduzieren und die Lampen, die du nicht brauchst, ausschalten. Einfach ein bisschen dunkler den Abend verbringen. Und das ist auch nicht erst, nicht nur die letzte Viertelstunde vorm Schlafen gehen, sondern besser schon die letzten 2, 3 Stunden ungefähr, dass du da wirklich deutlich mehr im Dunkeln sitzt. Das ist schon so einer der wichtigsten Tipps überhaupt. Relativ leicht umsetzbar. Punkt Nummer 2, Koffein. Ja, wenn wir zu spät Kaffee trinken und mit zu spät kann ich dir jetzt keine ganz genaue Uhrzeit nennen, weil das wieder von Mensch zu Mensch verschieden ist, weil die Wirkung ja auch nicht bei jedem gleich ist. Ja, weil der Zustand, also der individuelle Zustand jedes Menschen ist natürlich ja, unterschiedlich. Also sprich, da gibt es große Unterschiede. Sprich, der eine trinkt eine Tasse Kaffee und ist extrem aufgeputscht sozusagen und der andere trinkt 5 Tassen und merkt erst nach der 5. Tasse so ein bisschen was. Ja, da gibt es ja riesige Unterschiede. Aber ist natürlich klar, wenn du spät nachmittags noch was trinkst, dann kann es natürlich entsprechende Wirkung haben,
hormonell gesehen und hält dich halt wach am Abend. Also, oder vor allem, wenn du vielleicht auch abends noch was getrunken hast, was koffeinhaltig ist. Also an der Stelle Koffein einfach mal weniger trinken und vor allem nur zu den frühen Tageszeiten, vormittags, morgens, ja, wenn es denn unbedingt sein muss, und später dann einfach weglassen. Ja, koffeinfreien Kaffee trinken zum Beispiel, oder Bio-Kaffee, wo das Koffein viel schlechter aufgenommen wird vom Körper. Das sind alles so Möglichkeiten, die man da hat, oder auch Tee trinken. Ja, also da gibt es ja viele Möglichkeiten, wie man eben den Koffeingehalt reduziert bekommt. Das hat auch auf jeden Fall auch schon einigen geholfen, alleine diesen Koffeingehalt runter zu reduzieren, um dadurch sehr viel besser einzuschlafen. Und Tipp Nummer 3, späte Mahlzeiten vermeiden. Also spät heißt auch hier wieder, wie beim Thema Koffein, das kommt darauf an, wann du ins Bett gehst. Ja? Also ich kann jetzt nicht sagen, ess auf keinen Fall nach 18 Uhr noch irgendwas. Das ist natürlich Quatsch, ja, weil es macht natürlich einen Unterschied, ob du 21 Uhr ins Bett gehst oder 1:30 Uhr. Ja? Demzufolge ist es schwierig, da eine allgemeine Regel festzustellen. Ich würde mich da wieder primär aufs Körpergefühl verlassen. Aber ich habe auch festgestellt, die meisten Menschen entwickeln erst mit der Zeit ihr Körpergefühl, wenn sie schon viele Verbesserungen erfahren haben. Das heißt, die Menschen, die noch nicht viel gemacht haben im Gesundheitsbereich, ernährungstechnisch etc., die brauchen noch klarere Anweisungen und wachsen erst später daraus, dass sie klare Anweisungen brauchen und eher so diese Grundidee. Ja? Also sprich, wenn ich sage später, dann ist das ja die Grundidee. Und wenn ich sage, naja, je nachdem, wann du ins Bett gehst, die 3 Stunden vorher am besten nicht mehr essen, dann ist es eine klarere Anweisung in Anführungsstrichen oder eine klarere, ja, Regel, an die man sich halten kann. Und das würde ich auf jeden Fall mal probieren. Also wenn du kurz vorm Schlafen gehen noch was gegessen hast, vielleicht noch was relativ schwer verdauliches, dann kann es natürlich auch dazu führen, dass du schlechter einschlafen kannst. Also probier das unbedingt mal aus, dass du einfach in den letzten 2, 3 Stunden vorm Schlafen gehen gar nichts mehr zu dir nimmst. Am besten auch keine Getränke, die noch irgendwelchen Verdauungsaufwand erfordern. Also sprich nur noch Wasser, ja, sonst nichts. Und dann gehst du mal ins Bett und schaust mal, was das für eine Wirkung hat. Und auch das hat schon sehr vielen Menschen sehr stark weitergeholfen. Ja, so viel erstmal zu meinen 3 kleinen Schlaftipps, die trotzdem eine sehr große Wirkung haben können, ja, und auch schon oft hatten. Probier das unbedingt mal aus. Natürlich kann man zu dem Thema noch sehr viel mehr sagen. Also sprich, wenn dein Hormonsystem allgemein im Eimer ist, Beispiel, du hast einen Serotoninmangel durch einen Vitamin-D-Mangel, dann hast du nachts auch gleichzeitig einen Melatoninmangel. Das ist die logische Konsequenz aus einem Serotoninmangel, ja. Also sprich, Serotonin, unser Taghormon, wenn man es mal ganz einfach übersetzt, und Melatonin ist unser Schlafhormon oder Nachthormon, und das eine wird aus dem anderen gebildet. Also sprich, wenn es von dem einen zu wenig ist, hast du von dem anderen auch zu wenig. Und ja, dann kannst du natürlich sehr schlecht oder sehr viel schlechter schlafen. Und da gibt es natürlich jetzt wieder tausend Möglichkeiten. Vitamin-D-Mangel ist da jetzt auch nur eine Möglichkeit, wie es zu Serotoninmangel kommen kann. Ja? Oder man könnte auch noch das ganze Thema Stress aufzählen. Wenn du natürlich gestresst ins Bett gehst, weil du vielleicht dich gestritten hast mit deinem Partner oder irgendwas oder mit deinen Kindern oder mit irgendjemandem sonst, oder weil du dich gegenüber irgendjemandem oder irgendwas geärgert hast, ja, oder weil du vielleicht irgendwie Sorgen oder Angst hast vor dem nächsten Arbeitstag, weil du da vielleicht eine Präsentation hast oder irgendwas in der Richtung oder irgendeine andere, ja, Arbeitssituation, die dir irgendwelche Sorgen bereitet. Das ist natürlich auch nochmal ein Thema für sich. Das kann natürlich dann auch sehr stark auf die Schlafqualität sich negativ auswirken. Alleine da kann man natürlich schon extrem viel machen. Und da bringt es natürlich jetzt auch nichts, wenn ich dir sage, versuch weniger gestresst ins Bett zu gehen. Das ist dann ungefähr so, als würde ich sagen, lern doch mal einen doppelten Salto mit einer halben Schraube. Und sobald du das kannst, dann ist alles, sind alle Probleme gelöst. Also das ist natürlich nicht so einfach umsetzbar, aber letztendlich natürlich auch sehr wichtig. Und ich sage mal, das ganze Thema Hormone optimieren, mithilfe von natürlicher Ernährung, mithilfe von Nährstoffen etc., darüber rede ich ja in meinem Webinar. Da gehe ich auf jeden Fall in dieses Webinar und komme in den Vitalkodex, mein 2-Monats-Programm, wo es genau darum geht, deine Hormone intelligent auf deine Ziele auszurichten. Also sprich, wenn du abnehmen willst, dass dein Körper den ganzen Tag Fette verbrennt, ja, weil du dann ja Fette verlierst, weil du sie ja verbrennst. Und das wird natürlich hormonell gesteuert, dieses ganze Ding. Und dafür müssen wir keinen Marathon laufen, sondern das kann man über die Ernährung steuern und über andere Maßnahmen. Das ist so die intelligente Hormonsteuerung, von der ich da mal spreche. Und die ist natürlich nicht nur fürs Thema Abnehmen wichtig, sondern auch fürs Thema guter Schlaf, ja, Stichwort Melatonin und so weiter und so fort. Auch für das Thema keine Energieschwankungen haben, keine Heißhungerattacken. Auch das ist alles hormonell verursacht. Und hat natürlich wieder direkt, ja, mit den Sachen zu tun, die wir vorher gemacht haben, also sprich, was wir gegessen haben, etc. Und ja, da kann man einen sehr, sehr große, ja, sehr, sehr großen Einfluss nehmen auf den Hormoncocktail, den wir in uns haben, ja, auf unsere Hormonbalance, und die wiederum
Ja, beeinflusst natürlich maßgeblich, wie wir uns fühlen, also sprich unser Wohlbefinden und natürlich, welche Körperprozesse auch ablaufen und wie effizient sie ablaufen. Wie mit dem Beispiel Fettverbrennung. Also schaut euch das unbedingt an, die drei Naturprinzipien, um genau das zu erreichen. Und dann sehen wir uns hoffentlich später im Webinar und im Vitalkodex. Und ansonsten gib mir ein Like, wenn es dir gefallen hat. Kommentiert das gerne nochmal, wenn du auch noch mehr Schlaftipps haben willst, noch mehr Videos zum Thema Schlafen. Und ja, ansonsten sehen wir uns im nächsten Video.